Ein herzliches Grüß Gott auch von mir. Ich hatte überlegt, ob ich gehe, nachdem Sie den Herrn Pfeiler zitiert haben. Über Sicherheit redet man nicht, also müsste ich jetzt eigentlich gehen, wenn man sie hat. Grundsätzlich ist es so, ich möchte das Fazit erstmal, Spoiler-Alarm, ja, alles super. Auch wenn das vielleicht die ein oder andere, das ein oder andere Medium bislang in den letzten Tagen anders dargestellt hat. Die Münchner Polizei ist extrem zufrieden mit dem Verlauf des diesjährigen Oktoberfestes, weil wir in nahezu allen Bereichen sinkende Fallzahlen haben. Bevor wir da jetzt aber in Detail reingehen, vielleicht nochmal ganz kurz der Vorfall vom 28.09., weil auch da manchmal so ein bisschen die semantische Schärfe fehlt in der Berichterstattung. Wir reden hier nicht von Mord, wir reden nicht von Totschlag, wir reden von einer Körperverletzung mit Todesfolge. Das ist schon mal das Erste. Und das andere ist, um das auch nochmal gleich einzuordnen, wir haben in unseren Archiven gewühlt und der Kollege Riedern hat seitdem auch eine Staublunge. Der letzte gewaltsame Todesfall auf dem Oktoberfest war 1991. Das vielleicht auch noch zur Einordnung, dass solche Dinge bestimmt keine Alltag und Normalität auf diesem Volksfest sind. Und grundsätzlich ist es so, dass Sie als Beilage zu unserem Handout da nochmal die offizielle Pressemitteilung vom heutigen Tag haben, wo Sie den aktuellsten Stand zu dem Vorfall kriegen. Jetzt kommt noch ein kurzer Werbeblock. Ganz kurz noch der Hinweis, es hat 18 Stunden gedauert zwischen Tat und der Tatsache, dass wir den Täter namentlich hatten und er uns nur dadurch zuvor gekommen ist, dass es in seinem Anwalt bei uns gestellt hat. Auch das sollte man vielleicht nochmal ganz kurz beim Thema Sicherheit und Leistungsfähigkeit der Münchner Polizei im Hinterkopf behalten. Ich habe es eben schon mal angekündigt, alle Zahlen gehen runter. Sie bekommen da gleich eine schöne Statistik mit. Bitte reflektieren Sie nur auf die absoluten Zahlen, weil wenn hier ein Rückgang von 80% bei den Hauptdelikten steht, dann würde ich am liebsten natürlich, dass Sie das genauso schreiben. Aber Fakt ist, wir müssen seriös bleiben. Und das heißt im Klartext von 1 auf 5. Ja, 5 letztes Jahr, ein Hauptfall dieses Jahr. Also bitte nehmen Sie bitte nur die absoluten Zahlen. Das Gleiche gilt für alle anderen Delikte und was Sie natürlich insbesondere interessiert, wird natürlich der Bereich der Körperverletzung sein. Da haben wir tatsächlich einen deutlichen Rückgang um rund 14% von 149 auf 128 Fälle. Auch der Maskkrug wird nicht mehr so häufig geschwungen, es sei denn zum Anstoßen. Dass auch hier tatsächlich mit Stichtag heute ein Rückgang von 18 auf 12 Fälle zu verzeichnen ist. Und wir insgesamt sagen, dass diese Aggressionsdelikte mit, ich sag mal, körperlicher Auswirkung sich tatsächlich auf einem sehr, sehr guten Trend befinden. Nicht so gut ist der Trend hinsichtlich unserer verletzten Kollegen. Die haben sich nämlich verdoppelt von 5 auf 10 in diesem Jahr. Das heißt also, wir haben mehr verletzte Kollegen zu beklagen. Es ist insofern tragisch, als dass die Kollegen, wie Sie ja mittlerweile wissen, weil die ja Freiwilligendienst machen, das auch mit einer großen Leidenschaft tun. Aber auch da ist tatsächlich eine schlüssige Erklärung. Wenn diese Widerstände haben wir eben nicht, weil uns irgendwelche Leute unmotiviert angehen, sondern das sind in der Regel unsere Zuführungen, die wir haben. Also Personen, die ohnehin schon auffällig geworden sind, die im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Wiesenverkehr gezogen werden sollen. Und die Aggressivität, die uns da entgegenschlägt, zeigt uns, dass es die Richtigen getroffen hat, weil diese Aggressivität hätte sich sonst gegen Dritte entladen. Und gut, den Preis, den zahlen wir natürlich qua Aufgabe mit. Die Sexualdelikte. Letztes Jahr angestiegen. Bitte vergessen Sie nicht, der Anstieg ist mit der Einführung des § 184i Strafgesetzbuch mit zu begründen sind. Und wir haben jetzt eine vergleichbare Grundlage, weil letztes Jahr nach dem neuen Sexualstrafrecht bereits statistisch erfasst wurde, zurückgegangen. Nichtsdestotrotz haben wir aktuell 21 Fälle im Vergleich zu 34 Fällen zur Halbzeitbilanz im letzten Jahr, davon 2 Vergewaltigungen. Die restlichen Straftaten aus der großen Überschrift Sexualdelikte resultieren eben zum Beispiel aus der Nötigung aus dem 184i, also dem Touchen, dem Berühren mit einer entsprechenden erotischen Konnotation. Zu den 2 Vergewaltigungen muss gesagt werden, dass wir in beiden Fällen die Täter haben und diese zum Teil einsetzen. Grundsätzlich dazu noch der Hinweis, dass die Einführung und auch die öffentliche Diskussion zu Nein heißt Nein dazu geführt hat, dass Frauen tatsächlich unserer Wahrnehmung nach selbstbewusster werden. Das können wir nur unterstützen und auch in diesem Kontext nochmal dazu auffordern, sich sowas nicht als
vorgebliche Tradition auf dem Oktoberfest gefallen zu lassen, sondern tatsächlich da auch sofort Öffentlichkeit zu schaffen, sich ans Ordnerpersonal zu wenden. Jeder Betroffene kann sich sicher sein, und das zeigen auch unsere Festnahmezahlen, die Münchner Polizei lediglich lässt. Und dann ist noch ein weiterer Aspekt nach wie vor auch in diesem Jahr unsere sogenannten eigenen Wahrnehmungen, also diese sehr starke Zivilkomponente, die wir auf der Festwiese haben, in Form von Taschen und Rauschgiftfahndern, die tatsächlich auch nicht wegschauen, wenn sie eine entsprechende Wahrnehmung haben. Taschendiebstahl. Der Taschendiebstahl sollte eigentlich abgelegte Mantel oder abgelegte Tasche Diebstahl heißen. Das ist nämlich genau das Hauptproblem. Unsere Taschendiebe, die in der Regel organisiert sind, gehen tatsächlich auch in die abgelegten Jacken und Mäntel. Taschen ist weniger geworden, da macht sich das Taschenverbot bemerkbar, und dort wird dann entsprechend daraus entwendet. Aber auch hier haben wir tatsächlich einen Rückgang zur Halbzeit 2017 102, aktuell 85 Fälle. Betäubungsmittelgesetz. Das hat letztes Jahr für so ein bisschen Überraschung gesorgt. Drogen auf der Wiesen, was anderes denn als denn ein Hopfenprodukt? Da ist es tatsächlich so, dass wir aktuell 128 Fälle haben auf dem Festwiesengelände und im Vergleichszeitraum 150. Also Sie sehen auch hier eine entsprechende Bewegung nach unten. Unsere Topseller, wenn man das jetzt im negativen Sinne so sagen darf, sind Cannabis und Kokain. Und herausragend war alleine der 8. Wiesentag, nämlich Samstag, der 29. mit rund 40 Fällen. Auch hier nochmal der Hinweis: Rauschgiftkriminalität, jede Anzeige, die da entsteht, ist ein Kontrolldelikt, weil trotz aller PR-Arbeit von uns der klassische Konsument, aber auch der Dealer, sich nicht freiwillig bei uns meldet. Das heißt also, jede Anzeige, die wir hier haben, haben wir quasi selber ermittelt durch Kontrolltätigkeit. Auffallend hier ist die Maßnahmen rund um den Hügel West. Sie kennen diesen Hügel auch unter anderen Namen, haben sich bemerkbar gemacht. Wir hatten dort tatsächlich in den letzten Jahren einen Schwerpunkt, aber durch die konzentrierte Bestreifung durch den Ordnerdienst, durch mehr Licht, durch mehr Videoüberwachung und auch natürlich durch mehr Polizei sind dort die Fallzahlen rückläufig. Das heißt also, die restlichen Aufgriffe haben wir dann tendenziell eher auf dem Festgelände oder in den Zelten. Kommen wir nun zum Verkehr. Der Trend, der Freizeittrend zum Wohnmobil, den sehen wir auch. Und zwar haben sich tatsächlich die Zahlen an der neuen Messe Riem, was im Prinzip die Anreise und Übernachtung im Wohnmobil angeht, deutlich erhöht. Letztes Jahr 823 Fahrzeuge, dieses Jahr rund 1300. Auch das Sperrling-Konzept hat sich bewährt, also sprich das Zufahren in die Nähe des Wiesengeländes, die Reglementierung über entsprechende Kontrollpunkte hat sich bewährt, und es hat im Zusammenhang mit dem Oktoberfest tatsächlich im Stadtgebiet keinerlei größere Komplikationen im Verkehrsfluss gegeben. Unbelehrbar sind jene noch, die immer noch glauben, dass Drink and Drive eine gute Idee ist. Allein jetzt in der ersten Woche haben wir 100 Führerscheine festgestellt. Sichergestellt und 143 Personen in diesem Umfeld angetroffen, die in Kürze zumindest einen Monat zu Fuß gehen, weil sie nämlich im Bereich der Ordnungswidrigkeit alkoholisiert waren. Und hinzu kommt noch der Teil an Kraftfahrzeugführern, die das Halteverbotszeichen irgendwie ausgeblendet haben. Wir mussten insgesamt 313 Fahrzeuge entweder deswegen abschleppen, weil sie in Halteverbotszonen standen, die Sicherheitsrelevanz hatten, oder im Rahmen der beiden Umzüge nicht verstanden haben, warum diese Straße plötzlich so schön leer war. Das Sicherheitskonzept und die Zusammenarbeit mit dem Veranstalter ist hervorzuheben, nicht etwa, weil es dieses Jahr etwas besonders Neues gibt, sondern einfach, weil wir durch die Unwettersituation am 23.09. tatsächlich das allererste Mal einen Stresstest hatten, wo Spontanität, Flexibilität und auch eine Lagebeurteilung mit Augenmaß gefragt war. Fazit der Münchner Polizei: Es hätte noch viel schlimmer kommen können, und auch das hätten wir gut hingekriegt. Dann vielleicht noch unsere Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben erstmalig ein Wiesn-Wiki als Münchner Polizei eingestellt, flankierend zur Öffentlichkeitsarbeit des Apparats für Arbeit und Wirtschaft. Wir stellen fest, man kann nicht genug informieren, auch vor dem Hintergrund, dass wir die Feststellung machen, dass Gäste aus dem Ausland mit einer anderen Sicht auf das Oktoberfest kommen und wir immer wieder über den einen oder anderen Flyer erstaunt sind, der uns in die Hand gedrückt wird, wo man im Prinzip die prall gefüllte Masse vor dem prall gefüllten Dekolleté sieht. Das ist die falsche Botschaft. Und hier entsprechend gegenzusteuern, denke ich, wird eine Herausforderung der nächsten Jahre sein.
Der Twitter-Marathon, Hashtag Wiesenwache. Herr Schmidt, das wäre vielleicht eine Anregung, was auch die Besucherzahlen angeht, hat rund 7,3 Millionen Menschen erreicht. Und hinzu kommt, dass wir im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit heute um 15 Uhr die ausländischen Kollegen feststellen. Wir haben 10 Beamte aus Italien, sowohl von der Polizia di Stato als auch von Carabinieri zu Gast, sowie 2 französische Kollegen von der Police Nationale. Und dann noch eilig aufgeschrieben, liebe Drohnenpiloten, Drohnenflugverbot, da steckt das Wort Verbot mit drin. Auch dieses Jahr haben wir wieder bereits erste Feststellungen in diese Richtung gehabt. Und man muss hinzu sagen, diese Flugverbotszone umfasst 10 Kilometer rund um das gesamte Wiesengelände. Wir sind sicherlich mit Augenmaß und auch ein Stück weit Bürgernähe dabei, wenn bei Kilometer 9,2 jemand eine Drohne zum Spaß auffliegen lässt. Aber es ist tatsächlich so, es ist eine luftfahrtrechtliche Anordnung, über die man sich nicht einfach hinwegsetzen kann. Und wenn jetzt der Clevere hingeht und sagt, ich bin ja gar nicht auf dem Wiesengelände, das darf ich hier machen, dann müssen wir eben leider davon überzeugen, dass das nicht stimmt. Und wie auch in diesem Fall ist die Drohne dann weg. Wir haben jetzt ganz viel über das Wiesenumfeld gesprochen. Christian Wittstadt mit seinen Mannen auf der Wiesenwache sind dafür verantwortlich und leisten hier wirklich eine ganz hervorragende Arbeit. Ich möchte nicht ganz die Polizeiinspektion 14 außen vor lassen. Das ist die in der Beethovenstraße, die im Prinzip dafür sorgt, dass die Wiesenbesucher gut nach Hause kommen. Weil die PI 17 sich ja nur um das Wiesengelände befasst, haben wir natürlich noch sehr viel Fläche drumherum, wo wir große Besucher- und Menschenströme haben. Auch da gibt es ein sehr, sehr umfangreiches Konzept, das wir bearbeiten und einfach mal so ein paar Zahlen, die Sie gehört haben sollten. Wir haben allein in der ersten Woche in diesem Kontext mit unseren Kontrollkräften draußen rund 1300 Personenkontrollen durchgeführt. Nicht etwa, weil das mit dem aufrechten Gang nicht mehr so ganz stimmte, sondern einfach, weil wir gesagt haben, hey, das Bauchgefühl sagt uns, den sollten wir uns mal angucken. Das passt nicht so ganz, wie der hier gerade unterwegs ist. Und wenn man Kurs Wiesen oder Kurs betrunkene Wiesenbesucher anlegt, dann ist das tatsächlich genau Aufgabe dieser Kolleginnen und Kollegen, dafür zu sorgen, dass jeder sicher seine S-Bahn, sicher sein Taxi oder sicher sein Hotel erreicht. Im Rahmen dieser Kontrollen sind 175 Jugendliche aufgefallen, die ihre ersten Hopfenerfahrungen tatsächlich sehr intensiv genossen haben. Auch da haben wir dann in diesem Fall dafür gesorgt, dass die Eltern von diesen Erfahrungen partizipieren konnten und im Nachgang vielleicht beratend einwirken. Und last but not least möchte ich auch das Thema Betretungsverbote ansprechen. Das dürfte Sie vielleicht auch noch interessieren. 39 Stück sind im Vorfeld des diesjährigen Oktoberfestes ausgesprochen worden, insbesondere bei Personen, die im letzten Jahr entsprechend gewalttätig aufgefallen sind. Und 8 weitere haben wir zusammen mit dem Passverwaltungsreferat im laufenden Betrieb, also in der ersten Woche, entsprechend beantragt und diese auch erlassen worden. Soweit der Bericht der Münchner Polizei und es geht mit Blaulicht weiter, allerdings werden die Fahrzeuge jetzt rot. Also, Herr Klaus Heinrich.